Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Nicole Müller-Reimann und ich möchte jetzt mit Ihnen ein Apfel-Ingwer-Gelee zubereiten. Dieses Gelee ist wunderbar frisch und Hauptbestandteil ist natürlich Ingwer. Ingwer ist eine asiatische Knolle, die sowohl in herzhaften als auch in süßen Speisen Verwendung findet und sehr scharf, aber sehr frisch und fruchtig schmeckt. Wir benutzen für unser Ingwer-Gelee die ganze Knolle, und zwar mit der Schale, und schneiden diese einfach in Scheiben. Die Ingwerscheiben werden dann mit dem Wasser aufgekocht, damit sich das Ingweraroma schön verteilen kann. Lasse ich diesen Sud jetzt 15 Minuten kochen, würze noch mit 2 Gewürznelken und nach diesen 15 Minuten lasse ich es noch mal 15 Minuten ziehen. Der Ingwersud duftet jetzt intensiv nach Ingwer und ist noch warm genug, dass wir gleich die Gelatine unterrühren können. Hierfür passiere ich die Ingwerscheiben heraus, nehme unsere bereits in kaltem Wasser eingeweichte Gelatine, dringe sie kurz aus, damit wir keine überflüssige Flüssigkeit noch dazu haben, und rühre die Gelatine in unseren warmen Ingwersud, bis er sich aufgelöst hat. Dann gebe ich unseren Apfelsaft dazu. Und statt mit Zucker zu süßen, gebe ich Apfeldicksaft dazu. Fruchtdicksaft ist eine sehr gute Alternative zum Zucker. Es ist einfach nur ein gedampfter, sehr intensiver Fruchtsaft, der sich eben wunderbar zum Süßen eignet. So, jetzt füllen wir unser zukünftiges Ingwergelee in eine Form. Hierfür kleiden wir die Form mit etwas Frischhaltefolie aus. Das geht am besten, wenn die Form leicht angefeuchtet wird. Und einen Bogen Frischhaltefolie vorsichtig darüber gelegt wird und mit einem trockenen Küchentuch eingedrückt wird. Dadurch klebt die Folie nicht an den Fingern, sondern in der Form tatsächlich. Und später lässt sich unser Ingwergelee wunderbar stürzen. Ich fülle jetzt unser noch lauwarmes Ingwer-Apfel-Gelee, das ja noch gar kein Gelee ist, in die Form und stelle es über Nacht im Kühlschrank kalt. So, ich habe hier jetzt schon ein vorbereitetes, bereits geliertes Apfel-Ingwer-Gelee. Wir haben das schon abgedeckt, als es angefangen hat zu gelieren. Ich ziehe jetzt diese erste Schicht der Frischhaltefolie ab und werde es stürzen. Dafür nehme ich unser Brett, setze es auf die Schale und drehe die ganze Schale mit dem Brett um. Jetzt lässt sich die Form leicht lösen. Und auch die Folie kann dann vorsichtig abgezogen werden. Jetzt schneiden wir das Gelee in ungefähr 2 cm große Würfel. Füllen diese Würfel in eine Schüssel. Jetzt kommen wir als nächstes zu unserer Vanillesoße. Hierfür haben wir eine Vanilleschote. Eine Vanilleschote ist die Fruchtkapsel einer aus Mexiko stammenden Kletterorchidee. Und sie ist leider verdammt teuer hier bei uns im Handel. Nichtsdestotrotz ist das natürliche Vanillearoma absolut unvergleichlich und sollte deswegen immer genutzt werden. Ich
gebe meine Vanilleschote und die Schale dazu in den Topf. Gebe Sahne und Milch dazu. Verrühre die Mischung kurz und lasse alles aufkochen. Jetzt rühre ich Zucker, die Speisestärke, die Eier mit der restlichen Milch glatt. Hoppala. Jetzt gebe ich diese Mischung unter Rühren in die kochende Milch. Das geht deswegen, weil wir Speisestärke und Eigelb zusammen haben. Ansonsten würde das Eigelb ohne die Speisestärke ausflocken. Jetzt lassen wir das alles unter Rühren aufkochen und werden es danach passieren. Jetzt gebe ich unsere Soße durch ein feines Sieb und helfe mit einem Gummispatel ein bisschen nach. Und jetzt stelle ich die Vanillesoße und das Apfel-Ingwer-Gelee in den Kühlschrank. So, hier karamellisiert jetzt schon mein Zucker. Ich habe zu dem Zucker ein bisschen Wasser gegeben. Dadurch karamellisiert der Zucker gleichmäßig und verbrennt nicht. Auch sollten Sie während des Karamellisierens nicht umrühren, sondern warten, bis der Karamell goldgelb geworden ist. So wie hier. Jetzt gebe ich meine grob gehackten Walnüsse dazu und rühre beides kurz um. Für mein Krokant werde ich jetzt diese Mischung zwischen zwei Backpapierblättern auswalzen. Hierfür nehme ich ein Haushaltspapier, feuchte es leicht an. Und damit es beim Auswalzen nicht wegrutscht, lege ich das erste Backpapier da drauf, verteile meine Mischung darauf, bedecke es mit dem zweiten Backpapier und walze alles zügig glatt. Jetzt lasse ich mein Krokant abkühlen. So, für unser Dessert fehlt jetzt eigentlich nur noch die geschnittene Birne. Diese Birne ist so schön, die wird nicht geschält, sie ist einfach nur gut abgewaschen. Ich halbiere sie, viertel sie, hole das Kerngehäuse heraus und schneide sie in feine Spalten. Damit die Birne nicht anläuft, benetze ich sie mit ein wenig Zitronensaft und kann schon anrichten. Am besten kommt dieses Dessert natürlich in einem Glas zur Geltung. Hierfür habe ich ein schönes, breites Glas vorbereitet. Ich lege einige von den Ingwer-Gelee-Würfeln in das Glas. Ups, die haben ein Eigenleben. Garniere sie mit einigen Birnenspalten. Gebe von unserer Vanillesoße dazu. Jetzt breche ich noch ein Stück von unserem Krokant ab, stecke es in das Gelee und garniere das Ganze mit einem kleinen Minzblättchen. Fertig ist ein wunderschön frisches, zart-scharfes Dessert, was ein bisschen Knack bekommt durch das Nusskrokant und die Fruchtigkeit durch frische Birnen. Viel Spaß beim Nachmachen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.